Was geht und willkommen zurück auf meinem Kanal, ja, zu Demonologist, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht, dem neuesten Ghost Hunter Spiel, ist erstmal nur die Demo, das Spiel ist aber schon raus, könnt ihr euch auf Steam kaufen oder erstmal die Demo anzocken, so wie ich es jetzt mache. Ist ein Mehrspieler-Game, beziehungsweise kann man auch als Einzelspieler spielen, was ich heute sogar vorhabe. Wer Phasmophobia kennt, dem wird das Ganze hier, das ganze Spielprinzip auf jeden Fall bekannt vorkommen. Wir spielen entweder alleine oder in einer Gruppe von, ja, 4 Leuten und müssen einen bestimmten Geist jagen, handeln und fangen, was auch immer. Und dieses Spiel hat dasselbe Prinzip, nur ist ein bisschen realistischer gehalten von der Grafik, sage ich mal, oder moderner, besser gesagt. Sieht auf jeden Fall vom Trailer sehr geil aus und hat mehr zufälligere Events, so nenne ich es mal, dass dann plötzlich ein Geist aus einem Bild kommt und was auch immer. Ich bin gespannt, wie zufällig das wirklich ist oder ob das zu sehr geskriptet ist. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung vor. Ich würde sagen, ich laber nicht weiter drum rum. Man sieht, man kann sich den Charakter anpassen. Erwartet da nicht zu viel. Das ist sehr, sehr mager gehalten, die Charakteranpassung. Aber vielleicht kommt da ja in Zukunft noch einiges dazu. Ich würde sagen, ich gehe ins Hauptmenü hier, gehe auf Einspieler und let's go. So, wir sind nicht wie bei Phasmophobia in einem Truck. Wir starten tatsächlich in einer Art Camp, also ein Zelt. Hier haben wir unsere ganze Ausrüstung. Also man kennt es. Wir haben hier wahrscheinlich auch so einen EMF-Reader, so eine Geisterbox, was auch immer. Also sehr, sehr ähnlich gehalten wie Phasmophobia, aber es gibt sehr, sehr viele Phasmophobia-Klone. So, ich würde sagen, wir nehmen unser Equipment. Was brauchen wir denn alles? Eine Lampe? Ja, könnte sinnvoll sein. Keine Ahnung. Steht da. Es gibt leider kein Tutorial. Also ich weiß nicht, ob ich eins brauchen werde, aber okay, wir können auch tatsächlich nur 3 Sachen nehmen, wie in Phasmophobia. Wir steigen sofort direkt ein ins Haus. Mal gucken, ob wir auch einen Schlüssel holen müssen oder... Okay, sehr windig. Okay, dann wollen wir mal. Ich glaube, das allererste, was man natürlich in so einem Spiel macht, ist natürlich in die Geisterbox sprechen. Hallo, ist hier jemand? Anscheinend nicht. Aber man sieht an diesem Ausschlag, dass die Geisterbox auf jeden Fall wirkt. Ich glaube, wir sollten mal unsere Lichtquelle... Ah, ist das eine normale Lichtquelle? Oder ist das vielleicht hier so ein UV-Licht, dass wir Spuren sehen können? Auf jeden Fall ist das grafisch natürlich um einiges besser als Phasmophobia. Es gab hier auch gar keine Beschreibung irgendwie, was wir machen müssen, Ziel oder sowas, was hier passiert. Das gibt es in... Hallo? Hello there. Ich weiß auch leider nicht, was man sprechen muss oder sagen muss, um die Geister zu triggern. Ja, einen Keller will ich jetzt noch nicht. Wir können aber auch nicht hoch. Der ist versperrt. Hier ist auch alles versperrt. Können wir eigentlich Licht anmachen? Ja, geil. Braucht man nicht mit der Taschenlampe rumlaufen. Ich weiß halt nicht, was dieser Kompass hier für eine Funktion hat. Alter. Es sieht schon echt gut aus, ne? Grafisch. Das gibt der Atmosphäre halt nochmal so einen fetten Pluspunkt. Auch wenn das hier Phasmophobia sehr, sehr ähnelt. So, hier ist nichts in der Küche. Wobei, hier ist ein Radio. Das können wir aber nicht anmachen. Ich habe mit den Steuerungen bin ich noch nicht so vertraut, was man machen kann. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier für ein Gerät ist. Ein Kompass, was auch immer. Okay, wir kommen hier irgendwie nirgendwo weiter, habe ich das Gefühl. Die Geister haben auch keine Namen, ne? So wie in Phasmophobia. Also habe ich bis jetzt zumindest nicht gesehen. Ah, hier komme ich noch weiter. Habt ihr den Stuhl gesehen? Holy shit. Und das finde ich an dem Spiel geil, muss ich jetzt mal sagen. Das gibt es in Phasmophobia nicht, dass Objekte sich bewegen. Ja, dass wirklich viele random Ereignisse passieren. Das fehlt Phasmophobia noch. Und das finde ich in dem Spiel halt ziemlich geil. Das hat man im Trailer bis schon gesehen. Das macht das Ganze natürlich um einiges cooler. Oh, shit, Alter. Willst du mich verarschen? Alter, ich hab mega Gänsehaut. Warum spiele ich das alleine? Also hier ist auf jeden Fall die Temperatur sehr niedrig. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen geskriptet ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, das... Das kenne ich aus dem Trailer. Ich glaube, hier kommt tatsächlich gleich was. Hallo, ist hier jemand? Mr. Demon? Hallo? Gucken, ob wir hiermit irgendwas machen können. Oh, willst du mich verarschen? Wie geil ist das denn gemacht? Holy shit!
Alter, es ist mega cool. Ich glaube schon, dass das geskriptet ist. Ich weiß es. Wäre natürlich nicht so... so geil, wenn man dann die, die Häuser nicht, ja, nicht öfters spielen kann. Aber ich weiß es nicht. Ist nur eine Vermutung. Bist du hier? Oh nee, ne? Da hinten ist das Licht kaputt gegangen. Wir gehen mal weiter. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Taschenlampe mehr, ne? Keine Lichter? Oder gehen hier die Lichter noch an? Doch. Ah, scheiße, die Lichter gehen aus. Verdammt. Vielleicht muss ich mir mehr Equipment holen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt auch leider kein Tutorial, ne? Man kennt zwar schon viel aus Phasmophobia, aber vielleicht zeigt dieses Teil hier uns, wo wir lang müssen. Nicht wirklich. Scheiße, Lichter gehen nicht an. Ich kann mir vorstellen, dass hier in diesem Flur der Dämon ist. Weil ich hier... Alter Schwede, willst du mich verarschen? Ja, auf jeden Fall, der ist hier. Wollen wir mal zurückgehen? Vielleicht können wir uns anderes Equipment holen. So, unser geistiger Zustand ist ein bisschen runtergegangen. 71%. Geht aber noch. Ich würde sagen, wir lassen das Teil hier einfach mal hier, weil ich keine Ahnung habe, was das bringt. Wir nehmen mal das Ding hier mit. Kompass oder was ist das? Keine Ahnung. Lassen wir auch erstmal weg. Was ist das hier? Ach, das ist eine Taschenlampe. Okay, verstehe. Okay, dann gehen wir wieder zum Haus. Also der einzige Ort, wo wir jetzt noch nicht waren, ist der Keller, ne? Boah! Alter! Also was hier fehlt, ist noch so ein bisschen Musik, glaube ich, ne? So ein bisschen Background-Mucke. Eventuell habe ich das nachgeschnitten. Also wenn ihr Hintergrundmusik hört, ist das nicht vom Game. Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwas machen müssen, aber... Zeige dich! Spiel mit mir! Was auch immer. Oh! Was? Ich hab... Was? Hä? Ich bin einfach gestorben? Was? Ich bin einfach gestorben. Ich habe keine Ahnung wieso. Ja, ich würde sagen, mache ich gleich mal direkt einen nächsten Durchgang. So, neuer Durchgang, selbes Haus. Es gibt, wie gesagt, in der Demo nur dieses eine. Ich habe mir mal die Spielanleitung angeschaut. Also dieses Teil mit der Kakerlake hier ist tatsächlich der EMF-Reader. Also der schlägt aus, sobald irgendwelche paranormalen Ereignisse geschehen sind. Dieses Teil ist die Geisterbox, hatten wir bereits. Und dieses Teil ist ein Kompass, wo wir Flecken orten können. Also Geister hinterlassen ja irgendwelche Flecken und die zeigen mir dann, ob hier ein Geist war und wo die sich eventuell befinden. Versuchen wir mal diesmal den Geist irgendwie zu erörtern. Beweise, okay. Ah, okay, hier können wir die Beweise eintragen. Okay, sehr gut. Dann machen wir das mal. Let's go. EMF müsste automatisch anschlagen. Alter, jetzt doch noch nicht. Ja, es kann sein, also es ist jetzt doch ziemlich random passiert, dass der hier vorbeigelaufen ist. Möglicherweise ist es doch nicht geskriptet. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Und hier ist der Raum der Räume. Es kann sein. Was? Oh my goodness. Alter Schwede. Wie gruselig ist das denn? Alter Schwede. Bist du hier? Hello, Daddy? Alter, wenn das tatsächlich random ist. Also hier der EMF-Reader, der schlägt auch nicht an. Dieses Teil hier irgendwie auch nicht. Hier können wir, wie gesagt, nach Flecken irgendwie suchen. Ich sehe hier irgendwie nichts. Boden auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo man die findet. Am Lichtschalter, nein. Der EMF-Reader schlägt auch nicht an, obwohl hier schon einige Ereignisse passiert sind. Und mehr Equipment haben wir nicht. Wir haben auch gar keine Kamera, komischerweise. Und ich habe auch... Oh. Weißt du was? Wir gehen in den Keller. Scheiß drauf. Aber bitte mit Licht. Scheiße, wir haben kein Licht dabei. Oh nein! Gibt's hier keinen Lichtschalter? Wer zum Teufel hat hier einen Keller ohne Lichtschalter, Alter? Ich gehe wieder hoch. Ohne Licht gehe ich hier nicht runter. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon viel zu lange hier aufhalten. Okay, schau mal, ob wir Equipment irgendwie übersehen haben. So, das ist dieses ERS-Gerät. Das nimmt irgendwie auch irgendwelche Quellen auf. Ah, das ist eine Leinwand. Da können Geister drauf malen. Das habe ich auch gelesen. Die Geisterbox lassen wir erstmal weg. Hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier einfach mal die Taschenlampe mit. Weil ich das Gefühl habe, dass die Lichter bald ausgehen werden. Und versuchen mit den zwei anderen Geräten irgendwas zu machen. Ah, okay. Ach so, wir können das Teil platzieren.
Ja, geil. Dann machen wir das mal irgendwo. Vielleicht da in einem Flur, weil da ganz oft was passiert. Hoch kommen wir nicht. Weiß nicht, ob das nur eine Demo so ist oder ob das Haus einfach so ist. Alter, was ist das denn? Scheiße, ey. Wir platzieren einfach mal alles in dem Raum da mit dem Brautkleid. Ich habe das Gefühl, dass da der Geist ist. Zack. Und was wir hier noch platzieren, ist einmal das hier. Muss man das an die Wand machen? Machen wir mal hier so. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ob das so schlau ist, alles an einen Ort zu platzieren, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt mal diesen Kompass mit. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn es anschlägt. Mal gucken. Wir holen mal die anderen Geräte. Ich muss raus hier. Wo ist der Ausgang? Wir können leider nicht so schnell rennen. Junge, lauf doch! Wir können nicht mehr laufen. Okay, wir haben einen Kompass und jetzt haben wir, glaube ich, nur noch EMF-Reader drin. Und die Geisterbox, ja. Wir können, ja, ich glaube, diesen Kompass lassen wir mal weg. Hat sie uns mittlerweile was gemalt? Nein. Okay. Hier kommt man ja nicht durch, ne? Nee. EMF-Reader macht auch nichts. Ey, mache ich hier irgendwas falsch? Schlägt ja gar nichts an hier. Ja, jetzt. Auf 3, 2, 4, 5. In dem Raum. Okay, EMF-Reader ist auf 5. Das können wir direkt mal markieren. Mal gucken, die Geisterbox. Kannst du sprechen? Bist du hier? Okay, also Geisterbox scheint nicht zu funktionieren. Ich würde sagen, wir packen mal diese Tafel hier rein. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Mal gucken, ob der uns bald was malt. Wir lassen das Teil auf jeden Fall mal hier. Und wir gehen nochmal zurück zum Truck. Einfach nur, um uns ein bisschen auszuruhen, so sag ich's mal. Alter Schwede, holy shit. Es ist echt gut gemacht, ne, mit diesen random Events, die passieren. Alter, mega geil. Das haben sie wirklich gut hingekriegt bis jetzt. Mal gucken, wie sehr, ja, das in anderen Karten dann auch so ist. Leider fehlt mir, im EMF-Reader haben wir ja schon, brauchen wir nicht mehr. Das hatten wir noch nicht. Kompass, ja, und mehr gibt's hier. Leider haben wir hier keine Kamera, ne, das regt mich irgendwie auf. Okay, wir nehmen Kompass mit. Mehr Equipment haben wir dann leider nicht. Da müssen wir tatsächlich raten, so wie es aussieht. Also EMF-Reader haben wir. Das heißt, es kann nur Jin, Onryu, Oni, Raze, Goryo, Mare, Yukai, Abaddon, Yurei und Boogie sein. Vielleicht haben wir ja Glück und das Teil malt auf der Leinwand. Ja, tatsächlich. Der hat uns was gemalt. Okay, in diesem Raum passiert auf jeden Fall jede Menge. Können hier auf jeden Fall die Staffelei-Malerei. Wir haben also Mare, Yukai oder Onryu. Wie gesagt, mit der Kamera können wir leider nicht... Wobei, die Kamera gibt es gar nicht hier. Guck mal, die Kamera gibt es hier gar nicht als Beweis. Deswegen können wir eigentlich alles herausfinden. Temperatur dürfte auf Minus sein, weil wir hier, ja, ich sag mal, Gefrier... Nach, wie heißt es? Kälte atmen. Wie auch immer man das nennt. Ja, ich würde sagen, wir haben den Geist, ne? Beweise. Fingerabdruck, Gefriertemperaturen. Es müsste der Mare sein. Oder die Mare. Dann würde ich sagen, hoffentlich kommen wir unbeschadet wieder zurück zum Camp, zum Zelt. Yo. Okay, es ist auf Schwierigkeitsstufe einfach, wie gesagt, aber es macht schon wirklich mega Laune. Und ja, ich, wie gesagt, ich glaube, in dieser Demo kann man auch nur dieses eine Haus und diesen einen Schwierigkeitsgrad spielen, aber diese random Events, die waren schon echt Hammer. So, wo können wir den Geist eingeben oder können wir jetzt einfach hier, weil wir es schon im Journal eingegeben haben, so bestätigen? Ist ja bei Phasmo so. Können wir das Ganze jetzt hier abbrechen? Oder müssen wir zum Auto vielleicht? Ja. Du gehst zurück zum Unterschlupf. Bist du sicher? Reicht das schon? Oh. Danke, dass Sie... Ja, ich wollte wissen, ob ich geschafft habe. Nein, das Spiel hat sich geschlossen. Och nö. Ich wollte wissen, ob ich es geschafft habe. Ja, wow. Ich glaube aber schon. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut. Wie gesagt, Demo, ich werde mit Sicherheit das Spiel vielleicht nochmal das eine oder andere Mal anspielen. Dann aber natürlich die Vollversion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.